Einverständnis sind, die eben nicht Entwicklungsbiologen auch verstehen können. Und deswegen möchte ich gerne heute ein bisschen an ihn denken und den Vortrag ihm widmen. Als ich in die Entwicklungsbiologie gekommen bin, habe ich diesen Satz, der hier jetzt auch steht, von Louis Wolpert: Es ist nicht die Geburt, die Hochzeit oder der Tod, sondern die Gastrulation, welche in Wirklichkeit der wichtigste Zeitpunkt in deinem Leben ist. Das habe ich nicht verstanden. Sie vielleicht auch nicht oder ihr vielleicht auch nicht, was das heißt. Und ich werde hoffen, dass Sie am Ende des Vortrags, genauso wie ich, dann auch im Laufe der Zeit, wo ich mich mit Entwicklungsbiologie beschäftigt habe, diesen Satz verstehen und vielleicht dem Herrn Wolpert auch zustimmen werdet. Gut, also gehen wir nochmal zur Eingangsfrage zurück. Wie werden wir denn Menschen? Was ihr hier seht, ist eine befruchtete menschliche Eizelle. Die wurde in vitro befruchtet, also in einem Reagenzglas. Und die Frage ist, wie aus diesem völlig unscheinbaren Gebilde, diesem kleinen, das ist ganz, ganz, ganz winzig, kann man nicht mit bloßem Auge sehen, tatsächlich dieser oder ein Mensch entstehen kann. Ja, mit all seinen Organen, mit all seinem Wissen und seinen Möglichkeiten, Dinge zu tun. Das ist die große Frage und da sind eben bestimmte molekulare Signale mit involviert, die praktisch auch den Bauplan anderer Tiere, Affen, Hunde, Mäuse, regeln. Mit feinen kleinen Unterschieden, sodass die Maus aussieht wie eine Maus und der Mensch aussieht wie ein Mensch. Aber das Grobe, der ganze Mechanismus, der ist letztendlich in allen Wirbeltieren gleich. Und ich möchte eben heute nur in die Frühentwicklung reingehen, weil so viel Zeit ist gar nicht, alles zu besprechen. Und vielleicht habe ich ja irgendwann mal die Möglichkeit, dann auch was mal euch zu erzählen über die Entwicklung des Gehirns, was eigentlich mein Arbeitsgebiet ist. Gucken wir uns erstmal die Entwicklung des Menschen im frühen Stadium an. Was ihr hier seht, ist das Ovar, der Eileiter und hier der Uterus. Hier oben sind schematisch Zeichnungen, wie der menschliche Embryo aussieht. An dem Tag, an dem er befruchtet wurde, bis eben zu dem 10. Tag. Die erste, die befruchtete Eizelle, die teilt sich erst ein paar Mal, dreimal, regulär, sodass die Zellen die gleiche Größe haben, die Zellen teilen sich zum gleichen Zeitpunkt. Am 4. Tag bildet sich die sogenannte Morula. Das ist eine Kugel, die ist jetzt noch nicht hohl, da sind überall Zellen drin. Und in dem Moment, in dem sich die Morula bildet, da werden die ersten Weichen sozusagen gelegt für die Entwicklung des weiteren Organismus. Durch weitere Zellteilungen und Bewegungen der Zellen entsteht der sogenannte Blastozyst. Und in diesem Blastozyst ist eine Höhle. Man hat hier außen Zellen, sage ich euch später gleich noch, was es ist, und hier innen haben wir die sogenannte innere Zellmasse. Und das ist der erste Zeitpunkt, wo tatsächlich verschiedene Zelldifferenzierungen einsetzen. In der Morula ist es noch ein Vorstadium. Da kann man mit molekularen Markern erkennen, dass es unterschiedliche Zellen gibt, aber vom bloßen Draufschauen sieht man das nicht. Aber bei den Blastozysten kann man das ganz klar erkennen, dass wir außen diese lang gestreckten, dünnen Zellen haben, den Trophoblast und hier die innere Zellmasse. Und die innere Zellmasse wird sich hier auch differenzieren in zwei verschiedene Zelltypen. Da komme ich gleich drauf zurück. Ist der frühe Embryo den Eileiter entlang gewandert und kommt in den Uterus als Blastozyste, schlüpft der Blastozyst. Das heißt, wir haben eine Schale sozusagen um den Blastozyst herum und aus dieser Schale muss der Blastozyst heraus, damit er sich dann in den Uterus einwachsen kann. Die Implantation nennt man das. Die Blastozyste ist hier jetzt nochmal größer gezeigt. Wir haben hier außen den Trophoblasten. Hier innen ist eine Höhle, eine flüssigkeitsgefüllte Höhle. Und hier haben wir die inneren Zellen, die innere Zellmasse oder auch Embryoblast genannt. Ja, das ist alles aus dieser einen Ei, aus diesem einer Eizelle entstanden, jetzt erstmal eine Kugel mit zwei bis drei verschiedenen Zelltypen, den Trophoblasten und die innere Zellmasse, den Embryoblast mit zwei verschiedenen Zelltypen. Diese Blastozyste muss sich jetzt bei den Säugern in den Uterus einnisten. Sie setzt sich an die Uteruswand fest und diese zwei
verschiedenen Zellarten, die wir in dieser Blastozyste haben, in der inneren Masse. Das ist einmal der Epiblast und einmal der Hypoblast. Hypoblast, das heißt, der liegt unterhalb und Epiblast liegt auf. Also der Epiblast liegt über dem Hypoblast und der Hypoblast liegt über dem Epiblast. Deswegen heißen die Hypo- und Epiblast. Der Trophoblast hier außenrum, die Trophoblastzellen, das kommt von Trofo, was so viel heißt wie Ernährung. Dieser Trophoblast, der ja aus dieser Eizelle auch entstanden ist, der verändert sich nun und bildet den Synzotrophoblast und wächst sozusagen in die Gebärmutter hinein. Zugleich zieht sich die Blastozyste mit in die Gebärmutter hinein. Das könnt ihr hier sehen. Des Weiteren ändert sich hier nochmal die Gestalt dieses Blastozysten. Es entsteht hier eine weitere Höhle, die sogenannte Amnionhöhle. Und diese Amnionhöhle haben eben alle Tiere, alle Wirbeltiere, die sich, also alle Wirbeltiere außer Amphibien und Fische. Ja, das sieht natürlich bei Vögeln anders aus, weil das Vogelei nistet hier nirgends ein, das Reptilienei auch nicht, aber die haben auch eine Amnionhöhle, die umhüllt ist mit diesem Amnion. Das ist eine bestimmte Haut, die entsteht auch aus dem befruchteten Ei, aus der Blastozyste. In der weiteren Entwicklung verändert sich dann die Gebärmutter immer weiter, es entsteht die Plazenta und so weiter. Da will ich aber nicht weiter drauf eingehen, sondern wir bleiben hier bei der frühen Geschichte. Was es hier mit dem extraembryonalen Mesoderm und Endoderm auf hat, da komme ich gleich dazu. Was passiert mit dem Trophoblast und der inneren Zellmasse? Was ich super interessant finde und eben bevor ich in die Vitrosphäre eingestiegen bin, nicht wusste, ist, dass aus der befruchteten Eizelle nicht nur der Embryo entsteht. Es entstehen auch eben diese sogenannten extraembryonalen Gewebe, nämlich die, die in die Gebärmutter einwachsen. Dieser aus dem Blastozysten, dieser Trophoblast, der hat überhaupt nichts mit dem Embryo am Ende zu tun, sondern der wandelt sich um, wie ich schon sagte, in den Zytotrophoblast und in den Syzotrophoblast. Dann haben wir praktisch einen Teil, der äußere Teil der Blastozyste, die gar nichts mit dem Embryo mehr zu tun hat. Es wird alles extraembryonales Gewebe, also Gewebe, das nicht zum Embryo gehört. Die innere Zellmasse spaltet sich auch nochmal auf. Wir haben den Epiblasten, aus diesem Epiblast, also die untere Zellschicht, da entsteht tatsächlich der Embryo raus. Während der Rest der inneren Zellmasse eben auch hier das amniotische Ektoderm macht, also die Amnionhülle praktisch außenrum. Ja, das macht der Epiblast auch und das ist eben auch kein Teil des Embryos. Das wird später, findet man später nicht mehr im Embryo. Und dieser Epiblast, der gibt dann tatsächlich alle seine Zellen zum Embryo. Aus dem wird dann der tatsächliche Embryo und sprich auch der tatsächliche Organismus. Also das heißt, ein Teil der Eizellen, die sich geteilt hat, die haben wir gar nicht mehr. Die bleibt eben sozusagen in der Mutter erhalten. Oder wird dann eben in der Plazenta dann auch abgegeben. Aber wir finden sie nicht in unserem Körper oder in dem Körper anderer Amnioten, so nennt man die Tiere, die eben diese anderen Hülle machen und diese Art der Entwicklung. Jetzt haben wir den Embryo, der sich hier jetzt gerade in die Gebärmutter einnistet oder einnisten möchte. Und hier sehen wir nochmal diese zwei Zellschichten, den Epiblasten und den Hypoblasten. Das sind zwei Schichten, wenn man sich anschaut, sind wirklich nur zwei Schichten von Zellen, die aussehen wie ein Blatt. Und deswegen nennt man das auch Keimblatt. Oder das sind die Keimblätter, werden erst später spezifiziert. Aber das ist dieser bilaminale Keim. Also aus diesem Bereich wird der Embryo, und wir haben zwei Schichten, deswegen nennt man das den bilaminalen Keim. Aber um ein Wirbeltier entstehen zu lassen, brauchen wir drei Keimblätter. Und diese drei Keimblätter entstehen aus der inneren Zellmasse. Sie sehen hier den Primitivstreifen, der wird hier entstehen. Der Primitivstreifen, das ist eigentlich nur am Anfang ein lineares Band aus verdickten Zellen des Epiblasten.
Ja, bei dieser Primitivstreifen ist sehr wichtig, wie wir gleich sehen werden, weil dieser Primitivstreifen, der macht diese geniale Geschichte der Gastrulation oder ist dafür verantwortlich. Wenn wir uns das hier mal genauer anschauen, diesen Teil einfach rausnehmen und von oben drauf schauen, sehen wir hier den Primitivstreifen. Der Primitivstreifen, dazu gehört noch der sogenannte Knoten. Wir haben immer noch diesen zweischichtigen Aufbau des Embryos. Jetzt fangen an, Zellen sich zu teilen und hier in die Mitte zu wandern und bilden diesen Primitivstreifen. Die Zellen wandern dann nach innen ein, das schauen wir uns nachher auch noch genauer ein, wandern nach innen ein, wandern weiter zur Seite zwischen diesen zwei Keimblättern und nach vorne. Das können Sie hier nochmal sehen. Das ist praktisch hier ein Schnitt jetzt hier durch. Die Zellen wandern vom Epiplasten nach hier unten. Und durch dieses Auswandern entsteht das dritte Keimblatt, das Mesoderm, beziehungsweise auch das zweite Keimblatt, das Endoderm. Und das, was außen bleibt, das wird später das Ektoderm. Also wir brauchen drei Keimblätter, um ein Wirbeltierorganismus zu machen. Was genau diese drei Keimblätter machen, das werden Sie gleich noch erfahren. Da man sich ja die ganze Geschichte im Menschen nicht anschauen kann, greift man eben zurück auf Modellorganismen. Und erstaunlicherweise ist ein Modellorganismus, wo die Gastrulation ganz, ganz, ganz ähnlich verläuft wie beim Menschen, das Hühnchen. Deswegen schauen wir uns jetzt gleich hier nochmal das genauer beim Hühnchen an. Ja, die Maus, wo man denkt, das ist der Modellorganismus und wird immer verglichen mit Menschen. Die Maus sieht ganz anders aus, wenn sie gastruliert. Der Mechanismus, das Prinzip ist gleich, aber es sieht anders aus. Wenn wir ein befruchtetes Ei anschauen, von dem Hühnchen oben drauf schauen, sehen wir hier diese embryonale Blastodisk. Und das würde dem bilaminalen Epiplasten, Hypoplasten beim Menschen entsprechen. Der liegt natürlich auf dem großen Eidotter drauf. Also dieser Bereich, der entspricht der Blastodisk im Hühnchen. Und jetzt fangen an, Zellen sich zu teilen und zu wandern. Das Ganze beginnt erst am Ende des Keims, also posterior. Die wandern dann hin, das verdickt sich und dann fangen die Zellen an, einzuwandern und dadurch entsteht diese Grube, ja, der Primitivstreifen. Und diese Zellbewegungen setzen sich von hinten nach vorne fort, sodass dieser Streifen entsteht, der Primitivstreifen. An einem bestimmten Punkt entwickelt sich dann hier vorne der sogenannte Knoten. Das ist eine kleine Verbreiterung des Primitivstreifens und da wandern auch Zellen ein und wandern dann auch weiter nach vorne. Und die machen dann tatsächlich auch in dem Embryo dann auch den Kopf. Hier heißt der Hensischer Knoten. Ja, man kann auch nur Knoten dazu sagen. Wenn man jetzt hier nochmal einen Schnitt durchmacht, sieht man, wie diese Zellen tatsächlich durch diesen Primitivstreifen zwischen dem Epiplast und den Hypoplasten wandern. Gucken wir das hier uns an dem Bild nochmal ein bisschen genauer an. Also die Zellen bewegen sich zum Primitivstreifen, wandern nach unten, lösen sich hier raus, wandern hier ein und die ersten Zellen, die hier auswandern, die verdrängen den Hypoplasten und werden zum Endoderm, also das eine Keimblatt. Die anderen Zellen, die auswandern, bleiben hier zwischendrin, die machen das Mesoderm und die Zellen, die hier oben bleiben, die machen das Ektoderm, das dritte Keimblatt. Gucken wir uns das genau hier an. Das ist der Epiplast. Das sind die Zellen so schön nebeneinander. Und das nennt man ein Epithel. Die sind wie Epithelzellen nebeneinander, sitzen ganz fest und können sich eigentlich nicht bewegen. Auf der Seite sieht man, wie so eine Epithelzelle, wenn sie Richtung Primitivstreifen wandert, sich ändert. Die verändert dann ihre Form, nennt man dann Flaschenhalszelle. Diese Flaschenhalszelle kann sich dann ablösen aus diesem Verband von Zellen, aus diesem Epiplast und wandert nach außen und kriegt dann so eine Gestalt hier, die man mesenchymale Zelle nennt. Und diese Zelle kann dann den Endoderm machen, wenn sie den Hypoplasten verdrängt, oder bleibt da liegen und wird dann zum Mesoderm. So in den frühen 19. In den frühen Jahren von 1900er Jahren stellte sich der Biologe Hans Spemann die Frage, wie
wissen die Zellen, wo sie hinlaufen sollen und wie wissen die Zellen, was sie später werden sollen? Weil aus dem Ektoderm entstehen bestimmte Zelltypen und Organe, genauso wie aus dem Mesoderm und aus dem Endoderm. Und Hans Spemann war einer der Ersten, die sich die Frage gestellt haben, beziehungsweise mit experimentellen Mitteln versucht hat herauszufinden, wie diese Zellen in dieser frühen Entwicklung diese Gastrulation machen und wie sie wissen, was sie Ektoderm, Endoderm und Mesoderm werden wollen. Doch kurz, dieses eben Ektoderm macht die Haut, das zentrale Nervensystem, das Mesoderm macht das Skelett, Muskeln, Bindegewebe, das ganze Gefäßsystem, den Urogenitalsystem und das Endoderm macht den Verdauungstrakt, die Lunge und die anderen Anhangsorgane vom Darm. Und diese drei Keimblätter machen den kompletten Embryo, sprich den kompletten Organismus später. Das heißt, wenn wir diese drei Keimblätter nicht haben, kriegen wir keinen kompletten Organismus. Und das eben hatte Spemann interessiert, natürlich nicht am Menschen, ja, sondern er hat es an anderen Tieren gemacht, werde ich Ihnen gleich sagen, hat interessiert, wie diese Zellen denn da wandern können und was ihnen sagt, dass sie Ektoderm werden, Mesoderm und Endoderm und dann eben sukzessive die Organe in dem Organismus. Hans Spemann, den ihr hier seht, der sieht ziemlich grimmig aus auf dem Bild, auf vielen Bildern, ich weiß nicht, ob er wirklich grimmig war, der hat von 1919 bis zu seinem Emeritieren, also bis zu seinem Ausscheiden aus dem Dienst, war er Professor für Zoologie hier in Freiburg. Und in den letzten Jahren war er auch Rektor der Universität in Freiburg. Und da kommt jetzt die Verknüpfung her, was die Entwicklungsbiologie und die Frühentwicklung mit Freiburg zu tun hat. Auf der Seite seht ihr Hilde Mahngold, geborene Bröschold. Das war eine Doktorandin von Hans Spemann. Und die Frau Mahngold hat ganz tolle Experimente gemacht, die eben zu dieser Entdeckung eines Organisators führte, der tatsächlich die Frage beantwortet oder angefangen hat, die Frage zu beantworten, wie aus dieser Eizelle durch die Gastrulation eben ein dreidimensionaler Organismus werden kann. Was Mahngold und Spemann schon wussten, das können wir uns hier in dem kleinen Film anschauen, das ist nämlich wie ein Molch, beziehungsweise wie der gastruliert, also wie man das sehen kann. Die wussten aber eben nicht, was da passiert. Das können wir uns auch mal kurz anschauen. Also hier ist eine befruchtete Molchzelle, die teilt sich erstmal. Das ist genau wie bei allen anderen Vertebraten auch. Die ersten Zellteilungen sind gleich, die Zellen teilen sich zur gleichen Zeit, werden gleich groß. Und jetzt haben wir gleich das Stadium der Morula, wo wir einen festen Ball haben und die Zellen sich nicht mehr gleich teilen, sondern unterschiedlich. Das könnt ihr jetzt vielleicht sehen, dass die Zellen sich jetzt nicht mehr zur gleichen Zeit teilen, sondern zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und hier, jetzt fängt die Gastrulation an. Schaut mal hier auf rechts. Hier fangen die Zellen an, sich plötzlich zu bewegen. Die wandern jetzt nach innen. Was man nicht sehen kann, ist, dass sie eben innen weiter wandern nach vorne. Und viele Zellen wandern jetzt zu diesem Loch, zu diesem Blastoporus nennt man das. Da wandern die Zellen hin, wandern hinein. Das ist die Gastrulation. Und genauso wie bei allen anderen Vertebraten wird jetzt festgelegt, was wird Endoderm, Mesoderm und Ektoderm im Embryo. Also was wird mein Gehirn, was wird meine Lunge, was wird mein Darm, was wird meine Haut, was werden meine Muskeln. Und hier ist jetzt gleich die Gastrulation zu Ende. Bei dem Amphibien ist es so, dass eben über die großen Dotterzellen der ganze Embryo erstmal wächst und den Dotter einschließt. Jetzt ist die Gastrulation fertig und hier wird dann die Körperachse sich entwickeln. Aber das gucken wir uns vielleicht im nächsten Jahr an. Also das wussten Mahngold und Spemann. Sie wussten aber nicht, wie das passiert. Wer organisiert das? Wer macht das im Embryo? Hilde Mahngold hat dann etliche Experimente gemacht. Sie hat von Molchen Embryonen genommen und hat Transplantationsexperimente gemacht. Zum einen haben wir den Kammolch und im Kammolch sind die Embryonen nicht pigmentiert, also die Zellen sind hell, die haben keine Pigmente. Während vom Bergmolch, da ist der Embryo pigmentiert, das heißt die Zellen haben Pigmente. Das bedeutet, wenn sie hier ein Stückchen rausmacht, was sie macht, hat viele, viele Dinge transplantiert, aber das Wichtigste war eben,
hier diesen Bereich, wo die Zellen anfangen einzuwandern, wo die Gastrulation anfängt, also wo die ganze Geschichte anfängt mit der Spezifizierung. Diesen Teil hat sie entnommen, einem nicht pigmentierten Embryo, und in einem Embryo auf die gegenübersetzte Seite dieses Blastoporus eingesetzt, um zu schauen, was passiert. Weil da wandern die Zellen ein an diesen Punkt. Das heißt, hier muss irgendwas passieren. Hier müssen die Zellen irgendwelche Signale bekommen, dass sie sagen, okay, jetzt einrollen, jetzt hier Ektoderm, Mesoderm und Endoderm machen. Und was sie herausgefunden haben, erstmal, ist, dass tatsächlich an der Stelle, wo sie die dorsale Omentriebe von einem Spenderembryo in den Empfängerembryo gesetzt haben, da fängt die Gastrulation an. Also dieser Teil muss tatsächlich Instruktionen geben, dass die Zellen anfangen zu wandern und in die richtige Art und Weise zu wandern. Aber was noch viel spannender war, wenn man den Embryo weiter sich entwickeln lässt, entsteht ein Embryo, ein Larve mit zwei Körperachsen. Mit Kopf, Rumpf, Schwanz, Kiemen und die Vorderextremitäten. Und im Schema hier könnt ihr das auch nochmal sehen, das ist praktisch hier ein Schnitt durch, dass tatsächlich die komplette Körperachse entstanden ist. Mit dem Neuralrohr, also was Rückenmark dann später wird, die Chorda, Chorda dorsalis, das ist ein embryonaler Stützstab, da wird später die Wirbelsäule, der wird von der Wirbelsäule ersetzt. Es wurde also ein kompletter neuer Embryo gemacht. Und was aber noch viel toller war, möchte ich an diesem Originalbild zeigen von der Publikation von Hilde Mahngold und Hans Spemann. Das ist eben Schnitt durch so ein Embryo, der zwei Körperachsen hat. Und wenn ihr genau hinschaut, ist dieser Bereich, diese Zellen, das ganz dunkle hier, das sind die Kerne, aber das sind helle Zellen, während außenrum dunkle Zellen sind. Hier ist auch noch ein Bereich mit hellen Zellen. Und alles andere ist dunkel. Das heißt also hier, das ist das Transplantat. Das ist aus dem Transplantat geworden. Der Rest der zweiten Körperachse, der ist nicht aus dem Transplantat. Das heißt, das, was Hilde Mahngold transplantiert hat, hat den anderen Zellen gesagt, ihr macht jetzt einen kompletten Embryo. Ihr macht Ektoderm, Mesoderm und Endoderm. Ja? Muskeln, Neuralrohr. Und hier ein Teil der Muskeln, das kommt von dem Transplantat tatsächlich, aber der Rest der sekundären Achse nicht. Und das ist der Organisator. Dieser Bereich, diese Urmundlippe, wie man sie beim Frosch oder bei den Amphibien nennt, da, wo die Gastrulation zuerst anfängt, das ist der Organisator. Der sagt irgendwie den Zellen, was sie tun sollen, wie sie laufen sollen, dass sie Endoderm, Mesoderm und Ektoderm werden sollen. Ah, okay, zu spät gedrückt. Also das ist eben hier, war tatsächlich dieses Transplantat. Und sie hat etliche davon gemacht und immer hat sie eine zweite Achse bekommen und immer war die zweite Achse nicht nur aus dem transplantierten Gewebe. 1924 wurde das Ganze dann publiziert und Hans Spemann hat dann 1935 für die Experimente den Nobelpreis bekommen. Leider hat Hilde Mahngold das nicht miterleben können. Hilde Mahngold starb an einem schrecklichen Unfall, einem Hausunfall, kurz nachdem sie ihre Dissertation, also ihre Doktorarbeit mit 1 bis 2 vom Herrn Mahngold benotet, abgegeben hatte. Sie ist beim Warmmachen des Essens von ihrem kleinen Sohn, das war ein Benzinofen, er ist kaputt gegangen, sie wurde mit brennendem Benzin überschüttet und hat er den nächsten Tag nicht überlebt, ist also an ihren Verbrennungen gestorben. Also ganz tragischer Unfall und sie hat es leider eben nicht mehr miterlebt, dass ihre Arbeit eigentlich dem Herrn Spemann den Nobelpreis eingebracht hat. Nach den Experimenten von Mahngold und Spemann hat man auch in den ganzen anderen Wirbeltieren diesen Organisator gefunden. Das könnt ihr hier in diesem Schema sehen. Hier ist zum Beispiel als Beispiel für die Fische der Zebrafisch. Da haben wir hier einen Bereich, wo das Ganze anfängt. SMO steht für Spemann-Mahngold-Organizer. Beim Frosch wurde er entdeckt, da haben wir ihn hier. Beim Hühnchen ist er eben hier, wo die Gastrulation anfängt, wo die Epiblastzellen zuerst einwandern und die Primitivrinne machen. Bei der Maus ist es hier genau das Gleiche. Da haben wir auch sowas. Und bei allen Wirbeltieren finden wir diesen Organizer. Aber wie macht der Organisator das? Wie kann der Organisator diese Zellen organisieren? Und jetzt, wenn man ein ganz kleines bisschen ein paar Moleküle kennenlernen, die das machen.
Schauen wir uns erstmal die Induktions- des Primitivstreifen an, also der Bereich, wo dann die Zellen anfangen einzuwandern, sprich eben die Induktion des Organizers sozusagen, des Organisators. Das ist eben in diesem, wenn wir beim Menschen zurückgehen, in diesem Stadium, wo wir die zwei Zellschichten haben, das ist bilaminaren Embryo. Wir sehen das hier nochmal schematisch eben dem Epiblasten, dem Hypoblast. Und hier werden unterschiedliche Moleküle gemacht. Das sind Signalmoleküle, die Zellen machen diese Moleküle, geben die ab in den Zwischenraum zwischen den Zellen und da können die Signalzellen, dann die Signalmoleküle diffundieren und an andere Zellen binden und die anderen Zellen, die geben dann darauf eine Antwort. Ja. Ganz, ganz wichtig und für die Frühentwicklung sind eben die Moleküle der Windfamilie und der Nodelfamilie. Aber es gibt nicht nur Signalmoleküle, die etwas anstoßen, sondern es gibt auch Inhibitoren, die können wir hier sehen, wie Cerebrus zum Beispiel ist ein Molekül, das sezerniert wird, aber Nodelsignale hemmt. Und da kommt es dazu, dass hier der Epiblast nicht überall gleich ist, weil nämlich nur hier vorne die Hypoblastzellen, nur hier vorne machen die Inhibitoren für zum Beispiel das Nodelsignal. Wenn wir uns dann jetzt von oben, ach, ihr seht den Pointer nicht, Entschuldigung. Wenn wir uns das von oben anschauen, ja, also es wäre so hier der Blick hier drauf, haben wir hier hinten den Bereich, da fängt es an mit dem Primitivstreifen. Und hier hinten haben wir die Moleküle, Signalmoleküle Wind und Nodel. Und die sorgen dafür tatsächlich, dass sich dieser Primitivstreifen bilden kann. Wie genau, sage ich gleich noch. Während wir hier vorne, wo der Primitivstreifen ja noch gar nicht entstehen soll, der muss erst vorlaufen, sonst können wir anterior und posterior, also Anfang und Ende von dem Tier nicht festlegen. Da haben wir Moleküle, die Nodel inhibieren. Ja? Hier kann also keine Primitivrinde entstehen und kein Primitivstreifen, weil hier wird Nodel und Wind blockiert. Hier können Sie keine Funktion ausführen und den Zellen sagen, jetzt einwandern und den Primitivstreifen machen. Gehen wir ein bisschen weiter in der Entwicklung. Sieht es dann folgendermaßen aus, dass sich dieser Primitivstreifen hier gebildet hat. Die Zellen wandern ein, wandern zur Seite und wandern nach vorne. Und dann haben wir diesen Primitivknoten. Und auch dieser Primitivknoten ist ein bisschen anders als der Primitivrinne, obwohl der ganz vorne sitzt. Der macht nämlich noch andere Signalmoleküle, wie Noggin und Cordin zum Beispiel. Und Noggin und Cordin, das sind wiederum Moleküle, die andere Signalmoleküle blocken können, nämlich BMP-Moleküle. BMP sind auch Signalmoleküle und diese Signalmoleküle sagen den Zellen, ihr werdet jetzt ektoderm. Und zwar ein nicht neurales Ektoderm, also nicht zum Gehirn, weil das Gehirn entsteht auch aus der äußersten Schicht, aus dem Ektoderm. Und Noggin und Cordin sorgen dafür, dass eben da BMP nicht signalisieren kann und hier das Ektoderm tatsächlich zum Gehirn werden kann. Hier oben haben wir eben auch noch Cerberus und Dickkopf. Dickkopf hemmt Windsignale, die hier kommen von dem Primitivstreifen, um eben zu verhindern, dass hier der Primitivstreifen entstehen kann, sondern dass alles hier seinen richtigen Gang hat und die Zellen erstmal hier einwandern müssen und dann erst nach vorne sich wandern müssen. Wenn der Primitivknoten entstanden ist, wird dieser Primitivstreifen sich rückbilden und die Zellen laufen jetzt nur noch durch diesen Primitivknoten und wandern nach vorne und machen dann die ganzen Kopfstrukturen. Also wenn wir das hier uns nochmal anschauen, diese Zellen machen je nachdem, wo sie liegen in diesem Primitivstreifen oder im Hypoblast oder im Epiblast, andere Signalmoleküle oder Gegenspieler von diesen Signalmolekülen. Und dieses Pro- und Contra-Gegenspiel, das gibt praktisch den Zellen die Information, okay, jetzt laufen, jetzt reinwandern oder nicht wandern. Wenn ich reingewandert bin, kriege ich Signale, dass ich Mesoderm werde oder eben, dass ich runtergehe und den Hypoblasten verdränge und zum Endoderm werde. Und die Zellen, die gar nicht wandern, die oben bleiben, die werden dann später zum Ektoderm. Wie sagen die Signalmoleküle, dass die Zellen einwandern sollen, sich was anderes werden sollen. Das können wir uns jetzt hier nochmal anschauen genauer. Und zwar ein großer Schritt
ist die sogenannte EMT, die epitheliale zum mesenchymale Transition. Das heißt nichts anderes, dass Zellen, die an dem Epithel sitzen, so wie es hier beim Epiblasten ist, dass die ihre Form ändern und durch die Änderung der Form können die erst wandern. Hier sind sie festgehalten. Die Zellen halten sich gegenseitig fest und können nicht wandern. Erst wenn die Zellen diese Verankerung verlieren, dann können sie ihre Form verändern zu diesen Flaschenhalszellen und tatsächlich einwandern und Mesoderm oder Endoderm machen. Und da haben wir auch ein paar Moleküle, die eine große Rolle spielen. Und die kennen Sie schon, die habe ich Ihnen jetzt schon genannt. Das ist nämlich Nodel, das ist nämlich zum einen Nodel und zum anderen Wind. Die werden ja an den Zellen gemacht vom Primitivstreifen. Wenn nur die Zellen zum Primitivstreifen wandern, verlieren sie durch die Signale von Nodel und Wind ihren epithelialen Charakter. Die Verbindungsstellen zwischen den Zellen werden aufgelöst. Und diese Verbindungsstellen, die werden zum Beispiel gemacht durch E-Katharin, die auf der linken Seite. Dass die Zellen ihre Form ändern können und zu mesenchymalen Zellen werden und tatsächlich wandern können, da muss auch das ganze Zytoskelett umgebaut werden, also die Strukturen in der Zelle, die die Zelle die Form geben. Dafür braucht man N-Katharine, Vimentin und Fibronektin. Und Nodel und Wind machen jetzt einen Transkriptionsfaktor an, also ein Molekül, das dann die Transkription, also das Ablesen der Gene, reguliert. Es blockt nämlich dass aus dem E-Katharin-Gen ein Protein gemacht wird. Das E-Katharin-Gen wird nicht mehr abgelesen. Dafür werden N-Katharine und eben Dimethin und Fibronektin plötzlich angeschaltet. Und dadurch ändern die ihre Form, können einwandern. Und erst wenn sie einwandern können, dann können sie sich entscheiden. Oder dann kriegen sie ihre Signale, Mesoderm oder Endoderm werden. Und da spielt Nodel für das Mesoderm auch eine ganz große Rolle. Wenn wir kein Nodel haben, bekommen wir auch kein Mesoderm. Später kommt dann noch Sonny Ketchup dazu, ein weiteres Signalmolekül oder Retinsäure, FGF, also Fibroblastenwachstumsfaktoren. Und die spielen dann alle zusammen, um praktisch diese drei Keimblätter zu dem zu machen, was sie dann später werden sollen. Aber ganz am Anfang, wenn die Gastrulation einsetzt, sind eben die Main Player, das ist Nodel und, Nodel und Wind. Was auch ganz interessant ist, da gehe ich aber jetzt ganz schnell durch, die Rechts-Links-Asymmetrie. Vielleicht wissen Sie ja, dass unser Herz größtenteils auf der linken Seite liegt, genauso wie unser Magen. Oder wir haben nur eine Leber, sitzt auf der rechten Seite. Und das wird auch schon während der Gastrulation festgelegt. Ja, da gehe ich jetzt ganz schnell hin, weil ich schon über der Zeit bin. Hier, da brauchen wir den Knoten für. In diesem Knoten sitzen Zellen, die haben sehr lange Zilien. Und diese Zilien drehen sich so, dass der Fluss der Flüssigkeit, die wir im Embryo haben, die geht nach links. Diese hellen Punkte, das sind einfach fluoreszierende Moleküle, die wir in den Mausknoten in dem Embryo reingegeben haben. Sie sehen, die fließen alle nach links. Und das machen diese Zilien. Die bewegen sich nur in eine Richtung und der Flüssigkeitsstrom geht nach links. Und so wird die Links-Rechts-Asymmetrie gemacht, weil nämlich dieser Strom bestimmte Moleküle, wieder Signalmoleküle, nur in die eine Richtung transportieren. Und ganz groß ist hier wieder Nodel. Das ist das erste Molekül, das ist verpackt in Vesikeln, das wird von Zellen gemacht, von dem Primitivstreifen. Also wird verpackt in kleine Kügelchen und diese Kügelchen werden nach links getrieben durch den Zilienschlag und auf der linken Seite gehen sie sozusagen an der Zelloberfläche kaputt. Nodel geht raus und Nodel kann an diese Zellen Signale abgeben und während der Gastrulation, so früh schon, wird praktisch das festgelegt, dass auf der rechten Seite was anderes entsteht wie auf der linken Seite. Es gibt später dann noch andere Links-Rechts-Mechanismen, aber das ist der erste. Wenn wir den nicht haben, haben wir nicht rechts-links, ja, oder haben eben zwei Lebern, oder wir haben diesen Situs inversus, wo wir rechts-links die Sachen einfach vertauscht haben, was 1% der Menschen haben. Da hat dieser, unter anderem dieser Drehmechanismus der Zilien nicht funktioniert. So kriegen wir links-rechts eben schon ganz früh während der Gastrulation, bevor überhaupt irgendwie man dreidimensional irgendwelche Organe erkennen kann, wird das schon festgelegt. So,
Damit wäre ich mit der Frühentwicklung am Ende. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen und erkennen jetzt vielleicht auch, warum der Herr Wolpert die Gastrulation als so ein Riesending ansieht. Weil wenn die nicht funktioniert, funktioniert keine weitere Embryonalentwicklung. Und in der Gastrulation werden praktisch ganz viele Mechanismen und Signalmoleküle verwendet, die später in der Entwicklung, viel, viel später, die ganze Entwicklung praktisch benötigt werden und gemacht werden. Das heißt, wenn in der Gastrulation ein Mechanismus nicht funktioniert, dann werden die alle ausprobiert. Wenn einer nicht funktioniert, entsteht kein Embryo. Was irgendwo Sinn macht, weil später braucht man das Signalmolekül und diesen Mechanismus. Und wenn der am Anfang schon nicht funktioniert, dann kommt später eben auch nichts raus. Deswegen hat der Herr Wolpert eben die Gastrulation als den Moment des Lebens beschrieben oder gedacht, dass es ist. Okay, aber jetzt würde ich dann wirklich beenden und bin offen für Fragen.